Ach, ist das tragisch. Ja, das wird natürlich auch untersucht, ob hier jemand gepennt hat, ob irgendwie der Fahrdienstleiter auf dem Handy rumgespielt hat oder sowas. Das wird alles durch die Aufsichtsbehörde japanische Eisenbahn jetzt intensiv untersucht. So, dann kann der Abzweig hier weg. Sieht natürlich jetzt vom Ästhetischen her die Kreuzung doof aus, natürlich. Aber wir müssen das hier erleichtern. Wir müssen hier auch dort unten an der anderen Stadt müssen wir auch mal ein bisschen umbauen. Vor allem müssen wir hier wirklich eine zweigleisige Zufahrt zum Bahnhof hinkriegen. So. Ich müsste eigentlich die Spur, die müsste noch so ein Stück runter. Oder ich mache... Warte mal, ich habe... Ja, ich habe eine Idee. Wenn ich jetzt hier so rüber baue, dann habe ich ja eigentlich diesen Abstand, den ich brauche. Das gibt dann zwar hier nur noch mehr Kreuz, obwohl, warte mal, die kann ich ja eigentlich... so umfahren hier, dass ich hier noch eine Kreuzung mache. Einfach so hier, zack. Zack. So komme ich jetzt hier gut rüber. Sind das hier eine Feuerwehr? Ein kleines Apartmentgebäude. Oder ob man gleich... Warte mal, ich überlege gerade, ob man den Bahnhof... Ob man das nicht gleich nutzt. Wenn ich eh schon... Wenn ich den Bahnhof hier hinstelle. Hier. Dann brauche ich ja keine komische Kurve reinbauen. Dann wird er einfach neu gebaut. Hier ist ein komisches Bahnhofsgebäude dorthin. War das das hier? Welche Länge hat denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehe ich das richtig? So halt, ich muss natürlich auch... Na gut, die haben eigentlich gar keinen Zugang, aber dann ist das halt so ein Zugang hier hinten... ein bisschen Minus gemacht, weil das sieht einfach durch Schadensersatzzahlungen an die Angehörigen der Opfer. Ist natürlich toll, weil dann auch die Stationsbewertung absackt, glaube ich, oder? Ja, schlecht. Und der Zug, der sich hier durch die Stadt arbeitet, und der hat auch seinen Spaß. 130 fährt er sogar nur. Gibt es da nicht mal was Schnelleres auf der Bahn? Ich wollte den nicht bauen. Was ist denn das eigentlich für ein blöder... Komm, wir können jetzt sogar einen Shinkansen fahren. Naja, ob der auf der kurzen Strecke seine Geschwindigkeit ausfahren kann. Vor allem hier mit Bahnübergang, ne? Oh. Eigentlich nutze ich das gleich mal, um das Ding dreigleisig auszubauen. So, wie war das jetzt? Dort hinten war... Endstation. So, das ist ein Gleis. Ah, da brauche ich erstmal zweigleisig. Ach, das ist ärgerlich, ey. Sowas. Wo wollte ich jetzt eigentlich nicht hier? Zack. Der wird eingleisig so. Und dann können wir dort einfach hingehen. Und dann das Bahnhofsdach. Eins, zwei, drei, vier. Eins,
2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 und dann hier hin. 1, 2, 3, 4. So, ganz schön überfüllt hier. Und dann... Ölbohrinsel schließt. Metalldächer und Unterführung brauchen wir eigentlich nicht. Metalldächer und Bänke. Das Stationsschild. Und bitte nochmal Metalldächer und Bänke, das sollte was zum Hinsetzen haben. Und dann aber die Seite, die soll nur... eingleisig werden. Was gibt's von dem eingleisigen nur Metall? Ja gut, dann ist das halt so. Bahnhofsschild. Und dann hinten eingleisiger Prellbock. Ach so, genau, so. Dann wird einfach schnell der Bahnhof umgebaut nach diesem katastrophalen Unfall. Ich will doch das nicht so bauen, Spiel. Warum machst du denn das immer mit mir? So, und jetzt... Jetzt müssen die ja nur von der Strecke hier hochkommen. Ich das am besten jetzt so. Das kann dann erstmal weg hier. Ne, eben noch nicht. Geradeaus können die und jetzt müssen die halt nur noch. Warte mal, ich weiß schon, wie ich das mache. Möglicherweise müssen manche Züge jetzt einen Umweg fahren, um zu dem Bahnhof zu kommen. Dann müssen die Züge halt hier geradeaus runter und dann. Das Ding kann weg. So hier. Dann müssen die halt hier runter, um dort hochzukommen. Was wir reißen, das ist mal hier komplett weg. Achso. Will er da jetzt rein? Ich hoffe nicht. Oh. Da muss ich ja das wieder hinbauen, dass er da wieder hinkommt, damit er dort wieder erstmal runterkommt. Na gut, egal. So, die kommen hier rum. Ach, ist das wieder kompliziert hier. Warte mal, bei denen kann man es ja einfach machen. Der kurze Signalabstand, da sollte nichts machen. So.
So, dann kommt die hier rum und jetzt müsste man eigentlich noch von hier irgendwie hier. Ach, warte mal. Da habe ich doch schon eine Idee. Jetzt wird es natürlich wieder eklig, unästhetisch. Aber wir bauen einfach hier noch so eine. Dann müssen die halt hier so hochfahren. Oh, ich weiß, das sieht furchtbar aus. Braucht ihr mir nicht zu sagen. So, und der Bahnhof wird jetzt erstmal aufgegeben hier. Nichts darf hier an die Katastrophe von Shimahara Ost. Nichts darf an die Katastrophe von Shimahara Ost erinnern. Und dann fahren die hier eine Schleife, um dorthin zu kommen. Und dann müssen die. Hä? Warte mal. Ah, genau, die. Jetzt haben wir. Oh, das verwirrt mich gerade hier so ein bisschen. Wir haben jetzt. Können erstmal eine Straße hinbauen, dass die ja wieder hinsiedeln können. Wir haben jetzt. Die können da lang und können dann hier wieder zurück. Die können hier, das ist erstmal egal, die Strecke. Von dort steht hier ein Signal falsch. Das ist ein Formsignal. Warum denn das? Warte mal, ich glaube, ich. Nee, doch, das passt. Obwohl, wenn ich den hier abreiße, dann kann ich den Abstand dort wieder schön machen. So, also. Es fehlt jetzt eigentlich noch. Ja, er schließt alles so. Die können hier rum. Und kommen dann über den wieder auf die Strecke. Die können hier rum. Um dann aber hier weiterfahren zu können. Um dann wieder hier runter zu können.